Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute stelle ich euch das automatische Lagersystem, welches man in Vanilla Minecraft craften kann, denn dies ermöglicht uns einen schnelleren Befüllungsmechanismus der einzelnen Kisten und sozusagen eine Sortierung, damit wir halt nicht mehr selber sortieren müssten. Um euch sozusagen einen kleinen Aufbau zu zeigen und wie es funktioniert, habe ich das schon mal groß vorbereitet und wir stellen das sofort vor. Hier haben wir erstmal im groben Sinne eine Lampe, wo angezeigt wird, oh, Fremd-Item ist in der Kiste. Und hier vorne haben wir eine Lagerkiste, welche die Befüllstation darstellt. Um jetzt in den Aufbau runterzukommen, habe ich einen Teil von einem Lagersystem aufgebaut und für jede Kiste, die wir haben, schon mal ein Item vorgesetzt, welches da rein soll. Wir können da mal reinschauen, hier ist kein einziges Item drinne. Das heißt, ich kann euch auch vergewissern, dass es funktioniert an dieser Stelle. Und hier hinten haben wir noch eine extra Kiste, wo steht alles andere. Denn hier fällt alles rein, was wir nicht programmiert haben, beziehungsweise was uns nicht in den Sinn gekommen ist, was wir einlagern möchten. Oder was gar nicht einlagerbar möglich ist. Um jetzt hier das zu euch zu zeigen, sehen wir, dass wir hier ein paar Items haben, die hier nicht reinpassen. Und zum Beispiel der Stein, das Ei und das Schild. Und wenn wir das jetzt alles hier reinwerfen, den Diamanten, die ganzen einzelnen Erze und das Getreide, und sehen, Kiste leer, er befüllt. Und gleich, oh, da ist die Lampe angegangen. Da sind irgendwelche Fremd-Items drin. Ja, die Fremd-Items, die wir jetzt gleich sehen werden, ist wieder das Schild, das Ei und der Stein. Und da mal hinzugehen, da sind sie auch alle drei drin. Und wenn wir jetzt hier in die Kisten reinschauen, ist alles, was wir haben wollen, direkt sortiert. Das ganze Gold, Eisen, Diamanten, das Weizen ist direkt in der Kiste gelandet, wo wir gern haben möchten. Auch selbst ein Eimer. Um euch den Aufbau zu zeigen, starten wir jetzt gleich auch damit. Denn ich habe schon mal was vorbereitet. Ihr müsst euch sozusagen ein kleines Grundgerüst aufbauen, welches daraus besteht, dass wir eine Grundfläche haben, wo wir drauf rumstehen. Dann eine höhere Reihe, wo die Kisten drauf kommen, wo ihr gerne zugreifen möchtet. Das in einer Zweierbreite. Und eine letzte Kiste, wo alles rein kann. Denn wir bauen das sozusagen jetzt parallel auf. Und als nächstes braucht ihr Treppen. Und eine Reihe Steine da oben drüber. Und tut die Treppen sozusagen hier immer gegensetzen, damit ihr halt keinen Block da hinsetzen müsst. Denn dann könnt ihr die Kiste nicht mehr öffnen. Und wenn ihr da Treppen hinsetzt, wie ich ja das an dieser Stelle hier drüben getan habe, da seht ihr, das sind Treppen. Da können wir jetzt direkt zugreifen. Über den Treppen, die wir hier haben, müsst ihr Half-Steps aufsetzen. Dies dient nachher zur Verdrahtung der Trichter und der Kisten. Des Weiteren brauchen wir noch ein Grundgerüst, was noch nicht ganz fertig ist. Und zwar auf einer Höhe, wo die Blöcke sind, wo die Kisten nachher drauf sind, eine Viererbreite. Darüber eine Dreierlänge. Und links, rechts darüber nochmal einen Block setzen. Und in der Mitte bleibt jetzt frei. Um jetzt sozusagen einen Aufstieg zu haben, mache ich hier ein paar Blöcke hin. Denn diese Reihe dient uns eigentlich nur sozusagen auf als Fläche, wo wir drauf laufen können. Und der Rest wird als Verdrahtung angesehen. Nun habe ich mir oben hier ein bisschen was reingetan, was ich natürlich auch noch brauche. Das Gras, was hier drin ist, werde ich euch nachher zeigen, für was wir das brauchen. Denn das hat natürlich auch einen Wert, dass wir das benutzen können. So, nun, damit ich das halt nicht verliere, wie das genau funktioniert, habe ich mir mal sozusagen einen kleinen Plan hier aufgesetzt, denn ich will auch nicht drüben gucken, denn das System, wenn man das so baut, muss natürlich auch richtig funktionieren, sonst brauchen wir diese Anlage gar nicht aufbauen. So, um nun zu starten, brauchen wir jeweils normale Truhen und Redstone-Truhen, die abwechselnd hier aufgesetzt werden können, denn so ermöglichen wir die Chance, einen größeren Lagerplatz zu bekommen, denn die connecten nicht mit normalen Kisten, wie man das sehen kann. Hier haben wir jetzt eine normale Truhe und eine Redstone-Truhe und die connecten beide nicht zu einer Doppelkiste. So haben wir das dann, dass wir halt hier links immer Doppelkisten hinsetzen können. In welcher Richtung die zeigen, das ist eigentlich relativ egal. Nun müssen wir natürlich auch sagen, oh, du musst befüllt werden von einer höheren Position. Und die geben wir jetzt hier vor. Die Trichter müssen jetzt in Richtung der Truhe zeigen. Nun brauchen wir jetzt auch eine weitere Befüllkiste, die oben drauf hinkommt. Hier müsst ihr auch darauf beachten, dass ihr abwechselnd die Kisten hier hinsetzt, denn
durch die Connecten der Kisten kann es passieren, dass halt ein Item von einer anderen Wahl in die Kiste landet. Nun, um jetzt die ganze Steuerung wirklich perfekt zu machen, verdrahten wir den Rest und setzen hier oben nochmal eine Pistenreihe, ach, eine Trichterreihe drauf. Und davor noch ein paar Trichter. Da kommen wir gleich zum Aufbau. Diese Trichter füllen uns von der Aufladestation da nach rechts rüber und dann in den Pist ach, in die Truhe rein und von dem Trichter in diese Truhe rein. Um jetzt nun die ganze Verdrahtung auch noch weiterzumachen, müssen wir erstmal dieses Grundgerüst fertigstellen und setzen in jedem Zwischenplatz ein Repeater. Da das jetzt fertig ist, können wir hier oben eine Lage Stein drauf packen und müssen natürlich jetzt noch nach unten gehen. Um jetzt unten noch was zu verdrahten, müssen wir nur unterhalb der Pisten, der nach rechts zeigt, oder jeweils auf den anderen Trichter, warum sage ich immer Pisten eigentlich, das sind ja Trichter, eine Fackel setzen. Darauf müssen wir achten, dass wir halt jede Fackel wegtun, die hier nicht zugehört, sondern wirklich nur in diese Reihe die Fackel setzen. Nun bauen wir jetzt eine Sicherheitslinie ein, die uns nachher die Chance gibt, halt, dass das System nicht komplett kaputt geht. Nun brauchen wir Comparator, die wir in der Richtung der Whetstone-Leitung legen. Als zweites brauchen wir nochmal den Comparator, der jetzt auf diese Half-Slabs gesetzt wird und in die Richtung des Raumes zeigt. Denn da wird auch noch was passieren. Nun brauchen wir eine Reihe Stein oder irgendwas, was ihr als Baumaterial habt, da drüber gesetzt und müsst eine zweite Sicherheitslinie einbauen, die sozusagen auch uns hilft, dass das System wirklich nicht komplett kaputt geht und wir eine größere Chance haben, dass wir das System noch retten können. Ja, genau, so ist richtig. So, als nächstes, was jetzt ein bisschen kompliziert werden kann für manche Leute, um das hier aufzubauen, müssen wir Repeater setzen. Die Repeater müssen wir hier auf diese Trichter setzen. Um die Repeater auf die Trichter zu setzen, sneakt ihr einfach und dann macht ihr einen Rechtsklick auf die Trichter und so könnt ihr direkt auf den Trichtern bauen. Anders ist dies nicht möglich. Um das System fast zu vollständigen, müssen wir jetzt nur noch einen Trichter setzen, der in Richtung des Repeaters zeigt. Ja, ganz wichtig, das muss in Richtung Repeater zeigen. Denn dieser Ausgang blockiert sozusagen nachher die Zufuhr. Aber zur Erklärung der Redstone-Schaltung kommen wir dann danach. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die letzte Truhe, die wir hinsetzen. Das ist eigentlich dann egal, welche wir denn benutzen. Hauptsache, wir haben eine Doppeltruhe. Da könnt ihr Redstone-Truhe nehmen und normale Truhe. Das ist eigentlich euch überlassen. So, und jetzt müssen wir das natürlich auf die Höhe dieses Trichters bringen. Zusätzlich müssen wir jetzt eine Reihe dran bauen, der Trichter, die uns das Item weiterführt. Das machen wir mal hier hin. Upp. Ach komm schon. Ach, da will er mich immer wieder nerven hier. So. Um euch das ein bisschen zu vereinfachen. Upp. Machen wir das hier hin und wir haben die auf Höhe dieser Position gesetzt. Setzen oben einfach eine Truhe hin und fertig ist das schon. Nun haben wir natürlich unser Boden drinne, wo dann halt später zukommen. Und was jetzt ganz wichtig ist, ist, dass ihr auf diese Trichter, wenn ihr das System noch ein bisschen weiter in den Keller zieht, das heißt, ihr macht noch ein paar Trichter drauf, immer einen Block hier auf diese Trichter setzt, denn es kann mal passieren, dass euch ein Item reinfällt und ihr habt hier unten noch nichts programmiert. Und dann haut euch das Item irgendwo in die Kiste rein. So, das machen wir nämlich auch, dass wir halt das verhindern, was ich gerade gesagt habe. So, um jetzt sozusagen das zu erklären, ist das ganz einfach. Hier oben haben wir die Befüllstation, wo wir die Items reinschmeißen. Diese Pisten, ach, warum sag ich immer Pistons, wenn das sind Trichter? Diese Trichter ermöglichen uns die Weiterfuhr jeweils des Items, welches wir nachher einlagern möchten, bis auf hinaus die Items, die sozusagen eine Fremdposition haben und nicht ins System passen. Die zweite Reihe von Trichtern ist sozusagen der Programmiertrichter, den wir vorgeben, welches Item in das Lager denn soll. Die weiteren Trichter sind nur noch eine Zwischenstation, bis wir dann nachher in der Kiste landen. Dann schaue ich mal kurz. Wir haben alles drinne. Redstone Fackel 2, Comparator 2, Repeater, genau.
Das ist richtig. Nun müssen wir jetzt nur noch sagen, nehmen wir hier noch die Lampe hier raus. Wenn wir jetzt ein Fremd-Item haben, was jetzt uns nachher angezeigt werden soll, wo wir das gerne hinhaben möchten, beziehungsweise ob wir ob dann sehen, ob ein Fremd-Item hier drin ist, müssen wir einfach die Comparator an die Kiste setzen. Und wenn wir jetzt hier ein Item reintun, sehen wir, der Comparator leuchtet. Und wenn keins mehr drin ist, ist er natürlich ausgeschaltet. Das Signal führen wir jetzt einfach nur noch mit Fackeln bis nach ganz oben hin, wo wir halt die unser Gebäude haben. Da ist jetzt nichts drin. Natürlich ist dann auch die Lampe aus. Hier haben wir sozusagen unsere Hausmauer, die nachher im Nein-Hein so sitzt. Oder ihr habt hier weiter einen Raum für noch mehr Redstone-Verkabelung. Das ist eigentlich euch überlassen. Nun brauchen wir die ganzen Items nicht mehr. Was wir jetzt brauchen, sind vielleicht noch ein paar Schilder. Oh. Ich wollte eigentlich ein paar Schilder haben, aber das ist jetzt auch egal. Brauchen wir jetzt paar Dummy-Items, die wir zum Programmieren nehmen. Was ich gerne nehme, sind Grasblöcke. Beziehungsweise diese Gras-Items, die man nicht aufsammelt, die man eigentlich nicht braucht oder durch Silk Touch eigentlich nur wirklich bekommt oder durch eine Schere. Um jetzt was vorzubereiten für euch, müssen wir einfach mal eben hier alles in 16er stacken. Ihr müsst unbedingt ein Item nehmen, was bis maximal 64 stackbar ist, denn wir brauchen eine Einheit von 20 gleich. Und die ist uns eigentlich nur sozusagen ermöglicht, dass wir halt Items haben, die bis 64 stackbar sind. So, 4. Da brauchen wir natürlich ein bisschen mehr von. Je größer das Lager ist, desto mehr Dummy-Items braucht ihr. Ich habe jetzt mal hier ein bisschen viel vorbereitet. Das wird auch gleich ein bisschen viel sein. So. Und die brauchen wir gleich auch. Um jetzt nun das zu programmieren, fangen wir ganz einfach an und setzen die Dummy-Items rein. Ihr fangt von links nach rechts an und setzt an zweiter Position die 17 ein und dann weitere 3. Das machen wir jetzt, bis alle voll sind. So. Und ich habe euch ja gerade was gesagt. Wir können eigentlich nur Items reinbauen, die bis maximal 64 stackbar sind. Jetzt haben wir mal gesehen, wir haben auch Eimer. Denn die Eimer können wir eigentlich nur, wenn wir das hier reingucken, bis 16 Bar Stapel machen. Wenn wir das mal haben. Da, das geht nicht höher. Das heißt, wenn wir jetzt eine zweite Eimer Reihe haben, können wir die nicht bis 32 stacken. Um jetzt das auch zu ermöglichen, müssen wir eine andere Funktion einbauen. Statt 20, die hier jeweils vorgegeben sind, müssen wir nur hier 14 reinmachen. 14 Stück. Dann haben wir 11 und 3 hier rechts. Und mehr brauchen wir auch nicht, denn diese Items sind sozusagen, die braucht keine, die baut keiner ab. Es kann natürlich passieren, dass man halt so ein Grasblock da rein, beziehungsweise so Gras da reinfällt. Dann spinnt die erste Kiste und ihr müsst halt das System nur für die erste Kiste wieder aufbauen. Das ist eigentlich relativ ganz okay. Aber so haben wir halt ein komprimiertes Lager. Um jetzt halt noch die Lager besser zu programmieren, holen wir jetzt mal hier noch die ganzen Items, die ich hier vorbereitet habe. So. Zack. Und schmeißen jetzt jeweils das hier rein. Was mir auffällt, wir brauchen nämlich bis maximal 4 Items von jedem. Das Lapis. Hatte ich jetzt Holzkohle? Ne, Kohle. Kohle, Weizen und Eimer. So. Um euch das hier zu zeigen, brauchen wir immer 4 Items von jedem. Und wie ihr seht, bleiben 2 hier oben. Ein Item verschwindet in dem unteren Trichter und ein Item ist schon mal hier unten. Das heißt, wir sehen, dieses funktioniert. Das machen wir jetzt mit allem, bis wir halt das ganze Lager gefüllt haben. So. Genau. Eisen und am besten, wie gesagt, immer ein Stack nehmen. Dann seht ihr direkt, oh, was habe ich schon programmiert, was habe ich noch nicht programmiert. Dann könnt ihr direkt absehen, was wir vom Stack unterscheiden können, denn da nachher im Nein habt ihr dann nur noch 60 davon.
Also müsst ihr halt ein bisschen farmen. Es ist auch ein bisschen teuer, wie ihr seht. Ihr müsst natürlich in die Hölle rein, um halt auch Netherquarz zu farmen oder halt auch Diamanten gern oder Emeralds von Villagern zu bekommen. So, in diesem Trichter packen wir jetzt auch 4 rein. Und wie ihr seht, bleiben 2 wieder übrig. Der andere ist hier unten drin. Und der letzte Item von dem Eimer ist hier unten in der Kiste direkt. Und wenn wir das jetzt hier mal leeren, up, und ein bildliches davon haben, mache ich immer gerne Rahmen hin. Dann können wir das Item hier rausnehmen, was hier drin ist. Na komm schon. So, und dann machen wir einfach hier. Hopp. Jeweils an die Kiste heran, wo es denn auch rein soll. So, wie ihr gesehen habt, ich habe überall die Items rausgenommen. Und schmeiß jetzt den Rest hier rein. Und schmeiß darin hinterher auch so eine Steintreppe rein, die nachher hier unten landen müsste und uns zeigt, oh, ein fremdes Item hier ist im System drin. Da ist es auch angekommen. Und wir sehen, es ist auch in der Kiste drin. Jetzt müsst ihr im Nachhinein noch ein paar Schilder anbringen. Und habt sozusagen ein automatisches System, welches euch ganz gemütlich die Items hier reinschmeißt. Der Aufbau ist sehr recht kompakt gehalten. Wie gesagt, das, was ihr halt braucht, ist ein bisschen sehr viel Material, denn die Trichter sind sehr teuer. Die kosten 5 Eisen und eine Truhe. Des Weiteren hinaus braucht ihr auch einmal eine Truhe, die einen Haken hat, beziehungsweise diese Redstone-Truhe, die hier ist, damit ihr halt abwechselnd das System aufbauen könnt. Um halt ein bisschen vom Eisen zu sparen, könnt ihr auch sagen, oh, ich mache nur alle zwei Positionen nur normale Truhen, aber das wird nachher dann auch von den Trichtern sehr teuer sein, dann müsstet ihr halt eine doppelte Länge veranschlagen, was natürlich auch nicht okay ist. So, wenn wir jetzt hier nochmal runtergehen und das Item hier hinten aus der leeren Kiste daraus nehmen, sehen wir auch direkt, dass die Lampe oben ausgegangen ist und wir können das Item irgendwo anders einlagern in normale Truhen oder machen uns da sozusagen auch noch einen Slot für. Die Problematik des Lagersystems besteht darin, dass wir halt nur ein Item programmieren können, was in die Kiste rein soll. Zwei Items funktioniert nicht, dann würde das Lagersystem nicht mehr funktionieren. Deswegen immer nur für jede Kiste ein Item und müsst halt sozusagen entscheiden, welches Item lagere ich ein oder ihr sortiert gleich direkt viele Items, was natürlich Platz und sehr vom Material her sehr teuer ist. Deswegen würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen vom automatischen Lagersystem. Ich würde mich um Daumen freuen, eine Bewertung etc. und vielleicht auch noch Vorschläge, was ihr noch gern haben möchtet. Stellt sie mir einfach und ich versuche es zu ermöglichen. Deswegen würde ich sagen, bis dahin, euer Flash und Dalpe und tschüssen.